Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen beim Seelencoaching und zu euren 3-Tages-Wochenendbotschaften. Für heute, für morgen und für übermorgen. Und da die meisten es heute auch am Freitag schauen, heißt es halt Wochenendbotschaften auch. Allerdings wisst ihr ja, das Video ist zeitunabhängig, sprich wenn du es am Mittwoch hörst, dann gilt es für dich für Mittwoch, Donnerstag und Freitag. Wir ziehen gleich 3 Karten aus dem Lennon-Bohr-Kartendeck und dann habe ich wie bei den 3-Tages-Botschaften immer 2 Stapel gemacht mit mehreren Karten, Stapel 1, Stapel 2. Du darfst dich ganz intuitiv aus dem Bauch entscheiden, aus dem Bauch heraus entscheiden, so heißt es richtig, ob es der erste Stapel sein darf oder der zweite. Gerne auch beide Stapel anhören, dann ist es eine Mischung an Botschaften, die dir mit Sicherheit auch ja, irgendwelche Botschaften, persönliche Botschaften auch bringen möchten. Ne? Also zögert dann nicht, wenn ihr euch unsicher seid, dann hört euch beide Stapel an. Und ich möchte kleinen Ankündigungsteaser noch machen. Montag, ganz, ganz wichtig, die Tagesbotschaften hören. Ganz, ganz, ganz ultra wichtig. Ne? Mehr sage ich aber nicht dazu. Okay, ich würde sagen, ich lege erstmal die beiden Stapel hier weg. Und dann ziehen wir 3 Überschriftskarten für die 3 Tage, für heute, für morgen und für übermorgen. Und die hätte ich gern noch. So, was haben wir da alles? Wir haben hier einmal die Lilien, dann haben wir den Schlüssel und da haben wir die Entscheidungen. Interessant. Ja, die Lilien stehen ja immer für Familie auch, für Harmonie, für Balance und für Frieden, innerlichen Frieden natürlich auch. Und der Schlüssel ist so, ja, der öffnet was Neues, der gibt Sicherheit, der bestätigt etwas. Erfolgskarte auf jeden Fall. Und dann sind die Entscheidungen noch da. Also es kann gut sein, dass familiär irgendwelche Entscheidungen jetzt getroffen werden sollen, müssen, dürfen, wie auch immer, weil hier auf jeden Fall ne, die Sicherheit drauf ist, sprich mit Sicherheit kommen Entscheidungen. Was auch immer es für Entscheidungen sein mögen. Ne? Also es ist ganz, ganz relativ. Es ist aber mit dem Schlüssel, es ist auch eine Erfolgskarte, es ist mit Sicherheit auch schöne Entscheidungen, die man gemeinsam vielleicht trifft, wo man ja vielleicht was Gemeinsames auch macht mit der Familie. Ne? Es kann aber auch gut sein, dass du endlich Frieden mit der Vergangenheit schließt. Ne? Dass du endlich sagst, okay, ich schließe jetzt diese Türe ab, die mir nicht gut getan hat und ich komme jetzt in meine Stabilität, in meine Balance und ich entscheide mich ganz klar auch für meinen neuen Weg, ne? Also meinen persönlichen weiteren Zukunftsweg, mein Neustart, was auch immer, ne? Damit ich wieder mich gut fühlen kann, wieder ausgeglichener werde. Ne? Und natürlich ist es hier auch diese Ästhetikkarte, es ist auch die Sexualitätskarte. Und es kann auch gut sein, dass man da sich auch wieder öffnen kann, ne? Sich wieder besser fühlt, sich wieder mehr Selbstliebe auch irgendwoher auch ja, aufgebaut hat, aufbaut und dadurch auch alte Türen schließen darf, neue Türen öffnen darf. Und dann kommen auch Entscheidungen. Ihr wisst, wir haben jetzt hier nicht, wir können jetzt hier nicht weiterziehen, die Karten, aber wer weiß, was da auch ist. Wenn ich wieder ja zu mir sage, mir auch gefalle, ne? Wieder ja auch vielleicht auch zu dem Partnerschaftsleben sage, ne? Da die neue Türe öffne mit Erfolg, dann kommen auch hier die Optionen, die neuen Wege und die Möglichkeiten. Und das ist das, was ich euch immer wieder auch in anderen Orakeln predige, dass ihr müsst natürlich was dafür tun. Ne? Also draußen sage ich jetzt schon nein, drinnen sich einzuigeln, im Keller oder im Zimmer einzuschließen, ja, dann wird es schwierig auch, ne? Dass wenn man also jemanden zu treffen und dann auch wirklich neue Wege auch vielleicht gemeinsam zu gehen oder selber auch zu sagen, ja, ich gefalle mir jetzt, ich gehe jetzt mal raus, ich setze mich in einen Café, ich beobachte mal Leute, ich gehe spazieren, ich versuche zu flirten und, ne? Das ist auch wichtig und es ist schön, wenn man hier Entscheidungen für sich auch trifft, aber natürlich auch, wenn man im Außen vielleicht dann auch wirklich Begegnungen hat und man Entscheidungen treffen darf. Wie schön ist das denn, wenn man mehrere Möglichkeiten auch hat, mehrere potenzielle Kandidaten, ne? Ist auch immer sehr, sehr schön. Also da seid mal offen, ne? Was da auf euch kommen möchte. Ankommen möchte, hinkommen möchte, ihr wisst ja, zukommen
ist immer so ein bisschen relativ, aber okay. Na, letztendlich das Wort, ihr wisst ja, es zu mag ich nicht so gerne, aber es öffnet hier Türen und sind neue Wege, Entscheidungen sind möglich. Aber dafür ist auch wichtig, vielleicht auch mal aus der Komfortzone rauszugehen, weil man fühlt sich jetzt gerade gut. Und ich bin selber gespannt jetzt mit den Botschaften jetzt hier von den anderen Karten. Da werden wir mit Sicherheit noch weitere Hinweise bekommen. So, du darfst dich jetzt entscheiden, aus dem Bauch heraus, ob es der erste Stapel sein darf oder der zweite Stapel, Stapel links, Stapel rechts. Ich starte auf jeden Fall mit Stapel 1 und da schauen wir uns mal an, was hier so kommen mag. Bitte um das, was du möchtest. Teile dem Universum und anderen Menschen mit, was du brauchst. Ganz, ganz wichtig. Und den Satz habt ihr von mir schon oft gehört. Also wer jetzt meine Videos schon öfter geguckt hat, der weiß jetzt, dass jetzt kommt. Nur sprechenden Menschen kann geholfen werden. Ich als Kommunikationstrainerin muss das auch sagen. Aber wir nehmen die Drachenbotschaft natürlich mit dazu. Wasserdrache hilft dir, Hindernisse ganz leicht zu umschiffen. Christus Licht und Liebe fließen. Entwickle deine außersinnlichen Fähigkeiten. Fließe mit dem Strom. Ja, und das ist so, wie viele Menschen im Außen, naja, wo auch sonst, ne, im Außen, entscheiden einfach, ne, und fließe mit dem Strom ist jetzt auch mal dieser Hinweis, nicht, dass du zu allem Ja und Amen sagst, sondern dass einmal dir abguckst, dass jeder hier, ne, und sei es mit Ellenbogendenken, sei es Ego nur, ne, auch wirklich seine Bedürfnisse dir die ganze Zeit, ja, ich sag mal, dir da durch ein Kottler ins Ohr redet, ne, immer ja, dieses Ich dir präsentiert und du steckst ein, weil du nicht deine Bedürfnisse bis dato gesagt hast. Und es sollen hier neue Türen geöffnet werden. Ne? Du sollst in Stabilität kommen, Entscheidungen für dich sollen hier getroffen werden. Also sprich Ja zu dir selber, ne? Entscheidungen zu dir selbst. Bitte um das, was du möchtest. Teil im Universum und anderen Menschen mit, was du brauchst. Das ist so wichtig, ne? Und dann kannst du vielleicht jetzt auch für dich sagen, ja, in der Vergangenheit habe ich hier wirklich geschluckt, gemacht und getan, ne? Und fällt mir zwar sehr schwer, vielleicht jetzt diese neue Türe zu öffnen, ja, zu mir zu sagen, mir zu gefallen, ne? Mich in diese Harmonie, Balance auch zu bringen, aber es wird dir ja gelingen. Aber wichtig ist dann, dass die Entscheidung für dich triffst, dass du jetzt auch mal ja, die der Revoluzer bist, dass du jetzt auch mal sagst, ne, und das meine ich jetzt ganz bewusst auch Revoluzer, dass du zu dir mal sagst, mal ausbrichst, über deine Komfortzone hinausgehst, dass du wirklich sagst, ja, jetzt bin ich dran, meine Bedürfnisse darf ich jetzt leben. Und ich will damit nicht sagen, alle anderen sind egal, weil das völliger Quatsch ist, ne, wenn ich es jetzt so sagen würde. Mir geht es aber darum, dass du dich behauptest, dass du mehr zu dir findest. Ne? Und du hast mit dem Wasserdrachen, hast du hier hilft, die Hindernisse ganz leicht zum Schiffen. Und das sind deine persönlichen Stolpersteinchen. Ne? Das sind deine Glaubenssätze, das sind deine Einschränkungen, Beschränkungen, dass du das hier nicht so bis dato gemacht hast. Und deswegen warst du immer auch nie so in der Stabilität, in dieser Balance. Und das möchte ja. Und es kann natürlich sein, dass es hier auch um Familienmitglieder geht, wo du auch mal halt Stopp sagst. Ne? Und jetzt wirklich sagst, ne, dass wir gehen jetzt mal meinen Weg. Wir öffnen jetzt mal meine Türe, meine Richtung. Ich entscheide mal. Ne? Oder ich sag mal, was gut ist. Und lass mir nicht immer alles nur aufschwatzen und vorschreiben. Ne? Und deswegen fließe mit dem Strom, finde ich jetzt mal, das habe ich noch nie so interpretiert, aber heute ist es wirklich so, ja, der größte Teil der Menschheit ist so im Ego und sagt ich und setzt immer nur seine eigenen Dinge, ja, um, beziehungsweise ohne Rücksicht auf Verluste, ne, redet jedem, ne, redet alles sich von der Seele, gibt den Ballast dir ab, ne, und raubt dir ganz viel Energie dadurch auch, egal ob man mal fragt, hast du mal Zeit? Nein, es wird drauf losgeredet und jeder ist ja immer so arm dran und so, ne? Nee, jetzt ist es so, fließe du auch mit dem Strom, ist damit jetzt auch gemeint, ja, du machst es jetzt genauso, du stehst für dich ein und du sagst, was du brauchst, weil dann kannst du auch hier die Harmonie bekommen und dann kannst du auch die neue Türe öffnen und mit der Erfolgskarte und dann kannst du auch selber mal Entscheidungen treffen und es ist auch wichtig, auch zu lernen, dass man Entscheidungen trifft, ne? Weil oftmals ist es
ich sage jetzt mal jetzt hier in dem Fall vielleicht nicht, aber oftmals ist es auch sehr bequem, wenn man Entscheidungen abbekommt, abgenommen bekommt, ne? Weil man kann noch andere dafür verantwortlich machen, wenn die Entscheidung nicht so gut war. Aber das ist jetzt hier nicht Sinn und Zweck der Geschichte. Hier geht es darum, dass du wirklich hier auch in den Fluss kommst, dass du für dich, dass du deine Persönlichkeit lebst, ne? Und wirklich hier aus dem Kokon rauskommst, sprich, du wirst vom Kokon her, wirst du der Schmetterling, ne? Und du wirst ganz anders gesehen im Außen, wenn du auch mal wirklich Tacheles sprichst, wenn du auch mal ganz klar äußerst. Weil manche können sich jetzt bestimmt auch in die eigene Nase packen und denken, ja, ich bin oftmals in dieser Situation, dass ich denke, Mensch und ne und hier und da und warum mit mir? Ja, aber oftmals sind wir auch selber dafür verantwortlich, wenn wir es halt einfach nicht sagen, wenn wir es halt mit uns machen lassen. Natürlich können hier Familienthemen hinterstecken, gar keine Frage, ne, diese Glaubenssätze und aber die Hindernisse werden dir hier wirklich auch leicht aus dem Weg geräumt, ne? Du wirst hier auch fließen und ob Christuslicht oder an was du auch glaubst, ist egal, Liebe wird fließen und das ist die Selbstliebe auch und die ist ultra wichtig und deswegen stehe zu dir, ne? Entscheide dich für dich ganz bewusst, entscheide dich für diese neue Türe, die du öffnest, zu dir, damit Harmonie, Balance zu dir selbst, die Selbstliebe auch sich mehr entfalten kann, dass du sozusagen viel stärker dadurch auch wirst. Wir schauen uns mal den Heilstein an, da haben wir den Amethyst gezogen. Enthüllen Sie Ihr wahres Selbst. Wenn Sie anderen Ihr wahres Selbst offenbaren, werden Sie dafür geliebt, wer Sie wirklich sind. Wow. Ach, ihr Liebes. Wer jetzt wieder neu ist heute hier, freue ich mich total drüber. Aber der oder die weiß es nicht. Ich gucke mir die Karten im Vorfeld auch nicht an. Wie schön ist das denn, ne? Steh zu dir selbst. Lass deine Selbstliebe sich entwickeln, ne? Sag nein. Hab Grenzen. Lass deine Bedürfnisse raus, enthüllen sie ihr wahres Selbst, gehört da so wie die Faust aufs Auge dazu. Wenn sie anderen ihr wahres Selbst offenbaren, werden sie dafür geliebt, wer sie wirklich sind. Und das ist auch so. Manchmal denkt man, es sind nur Konfrontationen, wenn man mal was äußert, wenn man mal eine Entscheidung mit treffen möchte oder selbst treffen möchte. Man denkt immer, man ist dann vielleicht nicht mehr Everybody's Darling. A, müssen wir es eh nicht sein, das ist das Erste. Zweitens, es hilft auch Menschen, wenn wir auch unterstützen. Und was ich vorhin auch sagte, bevor ich die Karte des Amethysten gezogen habe, habe ich ja auch gesagt, manchmal ist es auch einfach, ne, oder einfacher, dass man Entscheidungen dann abbekommt, abgenommen bekommt. Irgendwie fällt mir dieses Wort schwer, zu Ende zu sprechen. Ich will es immer so ein bisschen abkürzen. Nein, aber ne, das ist so oftmals auch so, dass es bequem ist, weil wir können andere verantwortlich machen, wenn irgendwas nicht so gut läuft. Ob wir das dann machen oder nicht, ist wieder alles relativ. Ne? Das meine ich jetzt nicht, dass das irgendwie böse von euch gemeint ist. Aber hier denkt an euch selbst, weil es ist wichtig, dass ihr wirklich euch lebt und wirklich euch dann auch mehr seht. Und dann könnt ihr diese Türe öffnen, könnt das Alte auch hinter euch lassen, könnt, ja, ich sag mal, wirklich viel, viel harmonischer an allem auch dran gehen und Wege, neue Wege auch gehen, neue Wege hier mit den Optionen auch erkennen und auch die sehen, die man vorher gar nicht gesehen hat, weil man wird automatisch auch stärker, wenn man, ne, sich behauptet und wenn man vor allem das Feedback aus dem Außen dann nachher bekommt, vielleicht der ein oder andere, die eine oder andere wird erstmal vielleicht gucken und aber ich sag's euch, letztendlich wird jeder froh sein, dass ihr auch mal den Mund aufgemacht habt, dass ihr auch mal etwas gesagt habt, weil das ist manchmal auch sehr anstrengend, wenn jeder, nicht jeder, sondern wenn jemand immer Ja und Amen sagt. Ne? Das ist für ein Gegenüber manchmal auch sehr anstrengend, weil man auch nie weiß, wo man bei dieser Person ist. Man kann die Person gar nicht packen, ne? Wenn sie nie irgendwie mal in diese Zone kommt, dass sie auch mal, ja, mal Nein sagt. Ne? Oder dann kann man ja jemanden gar nicht so fühlen. Man weiß gar nicht, was findet der andere, die andere denn jetzt toll oder was hat dir der für Bedürfnisse? Ne? Und das ist ganz, ganz wichtig, da jetzt auch mal hinzuschauen. Ich bin gespannt, was für ein Engeleinchen wir noch gezogen haben. Manifestation, das ist ja sehr interessant. Da bin ich jetzt mal gespannt. Manifestation, wenn wir mit der richtigen Absicht, bewusst mit der Kraft des Universums zusammenarbeiten, wird sich das manifestieren, was mit unserer Bestimmung im Einklang ist. Ja, und das ist es auch nochmal, ne? Manifestiere ganz klar deine Wünsche, das, was du möchtest, ne? Dir werden die Hindernisse dadurch halt genommen. Wenn du das manifestierst, sage ich euch ja immer wieder, ne? Habt gute Gedanken, habt die Gedanken, die ihr umsetzen möchtet, die euren Weg ebnen. Und dann kann das auch rausgelassen werden, weil
dann seid ihr auch ihr selbst. Ne? Wenn ihr immer wieder alles unterdrückt und nicht an die Oberfläche kommen lässt, ne? Hier nicht neue Möglichkeiten, neue Türen öffnet, euch dadurch nicht in Stabilität bringt, dann seid ihr gefesselt. Ne? Dann fließt ihr nicht mit dem Strom, weil dafür, ne? Ich habe ja vorhin auch gesagt, ihr müsst deswegen nicht ins Ego kommen total, aber trotzdem mal für euch einstehen, das ist mir wichtig. Ne? Also manifestiert das, was ihr wirklich auch möchtet, was ihr leben möchtet, was für Wünsche ihr habt, was ihr gerne äußern möchtet, was ihr vielleicht irgendeiner Person, Situation etc. noch beitragen möchtet, sagen möchtet, was auch immer. Ne? Das ist wichtig jetzt für euren Weg, der hier vieles bereithält, ne? Viele Möglichkeiten auch. Das ist auch nochmal ganz toll mit den drei Karten. Ihr habt viele Möglichkeiten, wenn ihr endlich, und mir kommt gerade auch in den Kopf dieses Wort endlich, zu euch steht, ne? Und wirklich auch das annimmt und diese Konfrontation, oder vielleicht auch diesen Gedanken mal, auch wenn ihr den Gedanken habt, im Kopf habt, dass vielleicht hier Konfrontation und Diskussion daraus resultieren könnten, macht nichts. Ne? Bleibt der Positivität für euch selber, stärkt damit eure Selbstliebe, dann können hier wirklich neue Wege auch ja, kreiert werden und es kann so viel kommen, weil ihr seid endlich euer wahres Selbst, was ihr hier zum Vorschein bringt und ihr werdet sehen, es wird langfristig jedem anderen in eurem Umfeld auch viel leichter fallen, mit euch umzugehen und das auch zu akzeptieren. Wie gesagt, es geht nicht darum, jetzt hier Tabula Rasa oder jetzt nach mir die Sinnflut oder nur Ego einzubringen. Es geht jetzt um euch selbst. Ne? Alles wohl dosiert und im Maßen, aber ihr seht es, es wird euer Weg sein zu euch selbst vor allen Dingen. Stapel 1. Mach was draus, wie ich das immer so schön sagen möchte und auch darf. Hoffe ich mal. So, dann haben wir noch Stapel 2 hier, wer sich dafür entschieden hat. Da schauen wir natürlich auch rein. Oh, da haben wir mit der Natur verbunden. Du fühlst dich verjüngt und inspiriert, wenn du Zeit in der Natur verbringst. Das könnte meine Botschaft hier sein. Ich bin ja immer so gern draußen, aber ich nehme natürlich die Drachenbotschaft mit dazu. Ich zeige sie euch erst und dann lese ich vor. Altrosa Drache von Andromeda. Bereite alle Chakras darauf vor, höhere Liebe zu verkörpern. Nimm höhere Liebe an und strahle sie aus. Berühre andere mit ihrer Flamme. Ja, und wie schön ist das hier auch wieder, ne? Wenn ich so jetzt auch diese Kombination wieder sehe. Ja, dieses mit der Natur verbunden, sich wohlfühlen, ne? Das ist ja hier mit der Lilienkarte, haben wir das ja auch hier und es ist wichtig, ein Ort, ob jetzt die Natur oder ein anderer Wohlfühlort, schau bei dir hin, was ist das, was dich wirklich ja, leichter machen lässt, was dich glücklicher machen lässt, wo du deinen Gedanken freien Lauf lassen darfst. Ne? Und das ist so ganz, ganz wichtig, damit auch hier die Stabilität und die Balance kommen kann, damit hier wirklich neue Wege auch geebnet werden können, hier die neue Türe geöffnet werden können, ne? Wenn es dir gut geht, und die Lilienkarte ist diese Harmonie-Balance-Karte, auch wichtig ist, dass es dir gut geht. Und die beiden Karten hier zusammen, die signalisieren und zeigen ganz klar auf, dass es hier darum auch geht, dass du wirklich, dich gesundes kommt mir gerade auch so, dass du halt vitalitätsmäßig, dass du freudemäßig, glückmäßig, vertrauenmäßig, alles so, was, das darf bei dir so ins Gleichgewicht kommen. Ne? Und deswegen darfst du deine Chakras hier wirklich darauf auch vorbereiten. Ne? Bereite alle Chakras darauf vor, höhere Liebe zu verkörpern. Ne? Also diese innere Ausgeglichenheit, diese innere Balance, die soll kommen. Und vielleicht muss, und ich sage jetzt bewusst, muss dafür etwas Altes nochmal abgeschlossen werden, ne? Damit die neuen Wege hier angenommen werden, damit du dich glücklicher fühlst. Und dafür ist ganz wichtig halt wirklich, diese beiden Karten zeigen mir, dass du irgendwo dir nochmal Zeit nehmen solltest an einem Ort, wo auch immer dieser Ort ist und wenn es dein Zuhause ist, ne? dein Sofa, dass du da wirklich ganz bewusst dich auch hinsetzen sollst, dir Zeit nehmen sollst, für dich Zeit nehmen sollst, Me-Time dir gönnen sollst, ne? Und dann wirst du ganz viel Kraft, Energie tanken können, vielleicht auch für die Familie hier, vielleicht brauchst du auch für die Familie Kraft, ne? Weil ihr neue Entscheidungen trefft, vielleicht zieht ihr zusammen um oder du hast neue Projekte vor dir, wo du Kraft tanken
solltest nochmal auch, ne, bewusst, damit du in dieser Balance, in dieser Harmonie sein kannst, ne, für dein Projekt, aber auch für die Familie, für was auch immer. Ne? Und nimm höhere Liebe an und strahle sie aus. Berühre andere mit ihrer Flamme. Ja, und sei so wie so ein Vorbild. Ne? Wenn du Ruhe, in Ruhe bist oder Ruhe hast für dich, wenn du Frieden, innerliche Balance, Frieden hast, dann kannst du es im Außen auch ausstrahlen. Ne? Und dann bist du, ja, dann kann dein Umfeld dich auch nochmal ganz anders sehen. Und das ist vielleicht auch so ein Signal, dass es ganz wichtig ist, dass du, ja, Orte oder ein Ort dir suchst, wo du dich entfalten kannst, wo du glücklich sein kannst, damit es halt im Außen auch dann spürbar auch für andere ist, für deinen Weg ist. Ne? Und vielleicht ist auch hier die neue Türe, Entscheidungen zu treffen, vielleicht für etwas, was du gerne nochmal wirklich auf die Wege bringen möchtest. Ne? Wo du ja inspiriert bist in dem Moment vielleicht, beziehungsweise für mich ist es eher so die Inspiration, dass du so Gedanken noch in dir hast, die raus möchten. Ne? Die aber, dafür ist aber wichtig, diese Stabilität. Das kommt bei mir jetzt immer wieder, Stabilität und Balance. Ne? Damit du diese neuen Wege, damit du Entscheidungen für dich auch treffen kannst, aber vielleicht auch wirklich im Außen für Projekte, für was auch immer. Ne? Und deswegen such dir einen Kraftort, wo du dich wirklich ausgleichen kannst. Ne? Und das ist ganz wichtig, dass du da zufrieden bist, dass du nicht in Stress, kommt mir gerade auch, dass du nicht so sehr in Stress und so verfällst, weil es möchte jetzt, es möchten halt Impulse, vielleicht bist du auch unzufrieden mit dir selber und du, ist es wichtig, nochmal diesen Kraftort dir zu suchen oder wenn du auch weißt, wo der ist, dass du da auch ganz bewusst hingehst oder, wie ich hier vorhin auch sagte, vielleicht auch das Sofa, dass du dir aber Zeit nimmst, weil noch aus dir etwas raus möchte. Vielleicht ist es auch ein Signal, es möchte hier etwas Neues entstehen und dafür die Entscheidung auch zu treffen. Vielleicht braucht es noch manche Informationen, ne? Die du dann in dem Moment, wo du diese Kraft tanken kannst, wo du diese Stille hast, womit du auch dann immer verbunden bist, mit dir selbst vor allen Dingen halt auch, aber mit dem Außen oder mit dem, deinem Zuhause, wo du dich wohlfühlst, wo du wirklich danach sagen kannst, ja, das ist alles genauso richtig, das ist mein Wunsch und das möchte ich gerne leben und die Entscheidung treffe ich jetzt auch, ne, für mein Leben und für die Situation oder für was auch immer, ne? Oder für das, wie gesagt, für die neue, fürs neue Projekt und man möchte sich selbstständig machen, umziehen, neuen Job angehen, nochmal was lernen, was auch immer, ne? Und vielleicht braucht es da, also vielleicht hast du ganz viel, vielleicht bist du auch durcheinander und hast ganz viel in dir, was noch so sortiert werden möchte. Ne? Jetzt bin ich mal gespannt, was wir für einen Heilstein wir gezogen haben. Oder haben wir Tigeraugen gezogen? Tigerauge. Selbstvertrauen durch Gottvertrauen. Glauben Sie an sich selbst, indem Sie daran glauben, dass Gott durch Sie wirkt. Ach, wie schön. Ja, das ist auch nochmal so ein Punkt, ob, jetzt, ob ihr an Gott glaubt oder nicht, sage ich immer wieder, das ist total irrelevant, das spielt keine Rolle hier. Hier geht es darum, ne? Selbstvertrauen, vielleicht wirklich was in die Wege zu leiten und vielleicht hast du so viel Potenzial, so viele Ideen auch in dir und hast aber noch nicht diesen Funken, ne? Dieses, was hier auch wirklich nochmal so klar ist mit dieser Inspiration auch, ne? Dass so, es sein kann, dass da irgendwas noch ist, was dich noch nicht so gefesselt hat, noch nicht so inspiriert hat, dass du sagst, es soll jetzt ins raus, es soll jetzt ins Außen, es muss raus aus mir. Und weil du vielleicht Ängste hast, ne? Und hier geht es deswegen auch, ne? Dich wohlfühlen, Liebe annehmen, Kraft tanken, Liebe spüren, Selbstvertrauen, Selbstliebe, ne? Dann hast du auch hier Selbstvertrauen für die Umsetzung, für die Entscheidung zu treffen, eine neue Türe zu öffnen, ne? Vielleicht auch gewisse Konfrontationen, kommt mir gerade auch so mit Familienmitgliedern, Personen, die dir eigentlich am Herzen liegen, dass du da auch nochmal klarer sehen kannst, dass du einen Schritt auf die Person, ne, hinmachen kannst, ne? Und da nochmal gemeinsam neue Wege zu gehen. Ist mir gerade nochmal ganz so spontan auch in den Kopf gekommen und es ist aber wichtig, dass du an dich selbst glaubst, dass du wirklich diese Dinge auch dann so realisierst. Und dafür ist wichtig, dass du wirklich dich gut fühlst, dass du mit dir im Reinen bist. Und dafür ist wichtig, Kraft zu tanken, Liebe zu tanken. Ne? Und wirklich zu schauen, was ist noch, was du, was da noch raus möchte, was noch gelebt werden möchte. Das ist so, also es ist für mich so das Große, wirklich. Ich möchte irgendwas nochmal. Ja, wirklich ganz klar aus dir raus, aber es möchte halt durchdacht oder zu Ende gedacht sein, ne? Weil sonst bist du, kommst du hier immer wieder vielleicht zurück, dass es dir dann doch nicht so, ja, dass du da doch nicht diese Motivation hast, weil du einfach Ängste hast und nicht so das Selbstvertrauen hast, ne? Und
Wenn du dir aber Zeit dafür nimmst, die Sachen auch ja, weiter in Anführungsstrichen zu spinnen oder zu durchdenken und da Glück dabei zu spüren, ne, dann kannst du daraus auch was machen. Dann kannst du die Entscheidung dafür auch treffen und auch diese neue Tür dafür auch öffnen. Und dann wirst du allgemein im Innen sowie im Außen dann auch wirklich diese Harmonie, Balance, Stabilität auch spüren dürfen. Und schaut mal das Engeleinchen hier, Seelenglück. Ja, das ist das, die Zufriedenheit, was ich vorhin sagte. Hier geht es ganz viel um Zufriedenheit. Seelenglück, das Glück, einen Stern in sich zu wissen, du wirst unendlich geliebt. Und wie schön ist das denn, wenn wir jetzt wieder auf Familie das münzen oder auf eine Person, Partner, Partnerin, Familienmitglied, Freund, Freundin, was auch immer. Ne? Wie schön ist das denn, wenn man jetzt auch etwas, weil man so viele Gedanken hat, viele Themen in sich hat und jetzt sich dafür Zeit nimmt und wirklich auch mit sich damit auch in diese Konfrontationen kommt und diese Liebe auch für sich spürt, weil du empfangen darfst, weil du in dieser Stabilität, in dieser Balance bist und auch diese Kraft hast, die neue Tür zu öffnen, die Entscheidung auch anzunehmen, die neuen Wege zu gehen, die anderen Wegen auch, ne? Weil das Seelenglück ist das Wichtigste und es geht hier wirklich ganz viel im Innen mit dir, ne? Diese Stabilität, Balance und zu schauen, was da noch wirklich gelebt werden möchte. Und nimm dir diese Momente Zeit, ne? Brech nicht die Momente deiner Gedanken ab, indem du da Ängste aufkommen lässt etc. Schau diese Ängste natürlich an, aber gib allem Raum und Zeit, ne? Und nimm dir diese Zeit auch, ne? An welchem Kraftort auch immer. Und ich lese das Seelenglück nochmal vor. Seelenglück, das Glück, ein Stern in sich zu wissen. Du wirst unendlich geliebt. Ja, du hast den Halt hier auch. Ne? Letztendlich hast du das auch. Und es ist ja das, was ich euch auch immer sage. Wenn wir nicht in Selbstliebe sind, wenn wir uns nicht selbst lieben, können wir im Außen auch nicht lieben. Und das ist auch ein ganz großer Punkt. Ne? Und dieses Du wirst unendlich geliebt heißt, du hast wirklich diese Potenziale auch. Du hast diesen Halt, Stabilität auch dafür, ne? Durch Familie, durch Personen, was auch immer, dass du etwas noch in die Wege leitest, dass es dir gut geht, dass du dich endlich auch ja, im Außen so leben kannst, glücklich leben kannst, ne? Und das Seelenglück vor allen Dingen spüren darfst und auch sollst. Ne? Ihr Lieben, so, ich sage jetzt nochmal dieser Teaser, ne, wie ich vorhin nochmal sagte, denkt an Montag, nicht vergessen die Tagesbotschaft, am Montagmorgen am 15.11. zu hören. Ganz, ganz ultra wichtig. Ich wünsche euch zauberhafte 3 Tage, fühlt euch fest von mir gedrückt und ich freue mich auf jeden Fall, wenn wir uns dann ganz, ganz bald hier wiedersehen. Bis dann. Tschüss.